Herzlich willkommen zu einer Kampagne in Panzer Corps 2. Ja, ich habe schon lange nichts mehr gemacht, aber mittlerweile habe ich mal wieder ein bisschen Lust gehabt. Ich habe auch das Spiel schon ein wenig gespielt, circa fast knappe 50 Stunden. Bin aber jetzt an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiterkomme. Deswegen wollte ich von neuem anfangen und da wollte ich euch einfach mitnehmen und ja, meine Erfahrung bzw. ja, meine bisherige Spielerfahrung euch mitzugeben. Wir fangen wieder in Polen an. Wir machen wieder die, beziehungsweise wieder. Also ich habe die ganze Zeit auf General gespielt. Ich glaube, das ist schon ziemlich knackig, vor allem dann, wenn man mal in Afrika ist. Und das werden wir dann auch so tun. So, zu Beginn könnt ihr euch entscheiden, Süden oder Norden. Ich glaube, ich habe immer Süden gespielt und Norden habe ich mir aufgehoben. Deswegen fangen wir jetzt mal im Norden an. Das ist nämlich ganz was Neues für mich. Mobile Einheiten eine größere Rolle. Es wird zu mehr Kämpfen in offenen Gelände kommen. Ja, das ist dann ja schon mein Geschmack. Dann gehen wir mal auf Annehmen. Wir werden jetzt zu Beginn einen Charakter erstellen, beziehungsweise uns die negativen, positiven Fähigkeiten uns aussuchen. Und das werden wir auch tun. Den habe ich denn da? Den habe ich genommen. Ja, was mir aufgefallen ist, also was ich eigentlich immer ganz gern zu Beginn habe, weil ich ja schon ein bisschen gespielt habe, kann ich euch das sagen, ist dieser Punkt, wo man zu Beginn die Helden bekommt. So. Bei den Schwächen, da bin ich bis jetzt ja ein bisschen reingefallen. Ich hatte einmal diese langsame Modernisierung ausgewählt. Man kann nicht mehr als 3 Einheiten pro Szenario upgraden. Das hat gerade in Afrika, als ich in dem Afrika-Feldzug drin war, hat es dann nicht mehr gut funktioniert, weil der Gegner mit sehr modernem Gerät einem Gegenstand und man selber noch diese alten Vehikel hatte und man maximal 3 umrüsten konnte. Gerade bei den Flugzeuggeschichten wird es mit diesen 3 pro Runde nicht lang, beziehungsweise pro Szenario. Deswegen darf man das schon mal nicht auswählen, zumindest sind es meine Erfahrungen. Nicht durch den Kriegsnebel. Ja. Minus 10% Kernarmeefelder. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil ich eigentlich auch die Erfahrung gemacht habe, das, was da vorgegeben wird, das braucht man eigentlich schon. Nee, die Überstärke möchte ich ja auch haben. Was es ist, das zeige ich dann noch. Keine Luftanheiten, Artillerie verweigert. 6 Monate später, das ist auch kein... 3-mal mit Elite-Truppe ersetzt werden. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Kann mitten in der Schlacht keine Flüsse ersetzen, das ist erst recht nicht toll. Unzureichende Wartung könnte eventuell was sein, was ich nehmen kann. Nur begrenzt versorgt. Schlechte Bodenkontrolle habe ich bis jetzt noch nie angewendet, aber mir kommt es immer so vor, als würden die sowieso immer gerade so durchgehen, wie sie wollen. Also mir ist es schon mehrmals passiert, wo ich eigentlich gedacht habe, ich habe diese Zonenkontrolle um meine Einheiten und die sind ja trotzdem durchmarschiert. Also das... Ich glaube, diese Schützengrabenschinderei nehmen wir als negative Auswirkung. Und dann kann ich nämlich dann hier noch 2 Punkte vergeben auf der positiven Seite. Kann Einheiten nicht den Befehl geben, sich durch den Kriegsnebel zu bewegen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das später ist bei Fallschirmjägern. Weil Fallschirmjäger, wenn ich die einsetze, bewege ich eigentlich schon durch den Kriegsnebel. Da kann ich ja nicht noch ein Flugzeug mitschicken.
Vor allem, wenn das eine größere Entfernung ist, als die Reichweite die Flugzeuge haben. Also ich habe eigentlich immer den Befreier noch genommen. Hilfstruppenstreitmacht habe ich mir immer genommen. Da bekommt man noch zusätzliche Felder für eine Hilfsarmee, aber ja, die muss man dann kaufen und so, und Geld hat man meistens sowieso nicht, finde ich. Unnütz übrig. Zweimal so viel Erbeute der Ausrüstung, das ist eigentlich ein schönes Ding. Ich nehme auf jeden Fall mal den eisernen Griff. Plus 4, plus 3, beziehungsweise plus 2 und jeder drauf plus ersten drei Runden und danach plus. Das ist natürlich volle Einsatzbereitschaft und hoher Initiativwert. Ja, das mit den Prototypen, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber das, volle Einsatzbereitschaft, hört sich gut an. Gerade in der Anfangsphase hoher Initiativwert. Ist vielleicht bei diesen Verteidigungsszenarien, die später kommen, nicht mehr so interessant. Aber jetzt gerade so am Anfang, wo Blitzkrieg eigentlich entscheidend ist, nehmen wir das noch mit. So. Wollen wir uns noch einen negativen Punkt aussuchen, den wir dann wieder. Weil ich hätte eigentlich schon ganz gerne diese Befreieraktion, dass man mehr Prestige bekommt. Da baue ich aber minus, baue ich 2, ne? Ja. Also Flugzeuge, Artillerie brauchen wir auf jeden Fall, die müssen wir kaufen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Das 6 Monate später neue Ausrüstung, das wird dann im Afrika-Feldzug auf jeden Fall bestraft. Das funktioniert nicht, weil ihr müsst dann auf neuere Ausrüstung gehen. Und beziehungsweise ihr braucht die relativ früh. Das unzureichende Wartung möchte ich auch nicht. Das ist das Risiko, weil die Panzer, die sind schon ziemlich die wichtigste Einheit auf dem Schlachtfeld. Nee, wir lassen das mal so. Verzichten wir mal auf diesen Befreier-Ding. I salute your impeccable timing here, General. My telephone. Good luck on your first combat operation, Herr General. So, das beenden wir mal, die Lagebesprechung. Weil die können wir uns gleich nochmal durchlesen, weil das nervt auch, dass der Englisch quatscht, wenn es ein deutscher Generalfeldmarschall ist. So, jetzt bekommen wir unsere Helden. Gut getarnt. Der wird auf jeden Fall ein Aufklärer, weil dann kann ich den nämlich vorschicken. Einheit ist gegen alle Arten von Unterstützungsfeuer immun. Das ist gut für Panzer- und Infanterieeinheiten. Also Unterstützungsfeuer ist zum Beispiel, wenn im Hintergrund, wenn eine Einheit angreift und die Einheit bzw. hinter der feindlichen Einheit steht noch eine Artillerie und ihr greift mit der Infanterie an, dann bekommt ihr immer dieses Unterstützungsfeuer. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch dann auch noch. Für die Leute, die das alles noch nicht kennen. Wieder nicht das Feuer, okay. Das ist auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. So, wo müssen wir denn, was müssen wir denn machen? Also, wir müssen auf jeden Fall diese
sechseckigen Dinger, das sind unsere Zielkoordinaten. Die müssen wir auf jeden Fall erreichen. Wir haben dafür 15 Runden Zeit und das da oben ist eine Kannangabe. Schauen wir uns nochmal. Wo konnte man nicht noch irgendwo anzeigen? Diese Lagebesprechung, bin ich jetzt betrunken? Konnte sich das doch. Da. Also, ne, wo war denn das? Man konnte sich doch irgendwo das anzeigen lassen, oder nicht? Hm. Jetzt habe ich schon so lange gespielt, jetzt bin ich irgendwie. Ich war der Meinung, man konnte sich diese lange Version nochmal anzeigen lassen. Ja gut, auf jeden Fall müssen wir diese drei Siegfelder einnehmen. Da oben ist ein Flughafen, sehe ich. Haben wir unterwegs noch einen Flughafen? Weil das ist nämlich auch so ein Problem, die Flugzeuge fliegen, haben beziehungsweise nur einen gewissen Aktionsradius und anschließend fliegen sie wieder zurück, wenn sie die Runde beendet haben. Da unten ist der Flughafen, den sollten wir einnehmen. Wir sollten ein Schwadron so hier oben entlang schicken. Ja, und dann sehe ich, dass wir über den Fluss irgendwie hin müssen. Vielleicht sollte man noch einen Brückenpio holen. Aber wir können, glaube ich, nichts kaufen in dem allerersten Szenario, oder? Wie war denn das? Normalerweise können wir jetzt... Können wir die in Reserve schicken? Ah, nee. In dem ersten Szenario können wir gar nichts machen. Gut, dann müssen wir erstmal damit leben. Ja, dann legen wir los und zwar als erstes mal mit der Heldenvergabe. Da wollte ich den gut getarnt nehmen. Dann haben wir noch einen kein Feuer erwidern. Wir haben hier einen Panzer 2. Wir haben doch irgendwo einen 38, oder? Ne, das sind alles 1 und 2. 38, 35 T gibt's noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich markiere die eigentlich immer ganz gern farblich, damit ich weiß, was Panzerzerstörer und was gegen Fußgänger ist. Die können beides gut. Ja, die sind eigentlich, das sind Anfangsszenarios, sind die eigentlich alles für beide gut. Wobei diese kleinen, die Einser, die sind doch eher für Fußgänger, so wie ich das sehe. Also das seht ihr hier, Angriff Weichziele 11, Angriff Hartziele 7. Na gut, da brauchen wir noch nichts markieren. Wir wollten aber trotzdem noch was vergeben. Halt. Wer ist denn da jetzt besser? Achso, das sind die gleichen, okay. Ja, dann wählen wir uns einen aus, dann vergeben wir dann hier nochmal einen Helden. Einheiten ist gegen alle Art von Unterstützungsfeuer immun. Und... feindliche Einheiten erwidern nicht das Feuer, wenn sie von einer Einheit mit dieser Eigenschaft angegriffen werden. Das ist auch nicht schlecht so. Also haben sie unsere ganzen mobilen Einsatzkräfte, die Helden, bekommen. Dann wollen wir mal loslegen und zwar als erstes mal scouten, was da unten ist. Okay, da ist auf jeden Fall so ein Aufklärer. Da komme ich nicht hin, der ist noch zu weit weg. Können wir da einen Panzer hinschicken? Ja, da müssen wir einen Panzer hinschicken, aber da müssen wir vorher mal mit dem Bomber hier rein. Beziehungsweise mit der Stuka. Da kriege ich einen Gegentreffer ab.
Kanonen sind noch zu weit weg. So. Das schon mal. Dann haben wir hier oben einen. Hier haben wir ein Geschütz bzw. eine Pack und die müssten wir mit Infanterie angreifen auf jeden Fall. Tun wir als erstes mal unterdrücken mit der Artillerie. Also diese, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, dieses minus 1 und minus 3. Minus 3 ist in dem Fall der errechnete oder geschätzte Wert, den die Pack verliert, also 3 Stärkepunkte. Und bei mir ist eine blaue minus 1. Das heißt, eine Einheit wird da unterdrückt von diesen 15. Würde die blaue 1 eine, beziehungsweise wäre es nicht eine blaue 1, sondern eine weiße 1, dann hätten wir vermutlich einen Verlust. Das sind aber nur Berechnungen, die sich aber trotzdem noch ändern können, weil man hat einen gewissen Zufallsfaktor trotzdem noch drin. Ja, das war klar, dass ich die nicht wegkriege auf einmal. Da könnte man mal einen Jäger dahin schicken. So, das langt aber immer noch nicht. Dann versuchen wir den da oben wegzubekommen. Und zwar mit unserem Fußgängerpanzer. So, das ist diese Einkesseltaktik. Und zwar, wenn ihr eine Einheit einkesselt, also wenn ihr euch dahinter stellt und somit die Versorgung abschneidet, dann wird diese Einheit nicht mehr versorgt. Sie hat zwar jetzt noch Munition, das seht ihr einmal hier in dem Balken, beziehungsweise hier unten, seht ihr diese 5 Einheiten. Teilweise auch Sprit, in dem Fall ist eine Infanterie, eine reine Infanterie, da gibt es keinen Sprit. Und normalerweise werden diese Einheiten pro Runde nachversorgt, aber in dem Fall, da ich sie eingekesselt habe, wird sie nicht nachversorgt. Also jedes Mal, wenn ihr den Schuss abgibt, dann ist er erstmal weg. So. So, die hat jetzt noch 4 Einheiten von 5 Munition. Und dann schauen wir mal in der nächsten Runde, wie viel sie dann nachversorgt bekommt. Eigentlich nichts. So, dann Rundenende. Okay. Und da kommt eine Kavallerie angeritten. Gut. Jetzt müssen wir als nächstes mal diesen Bomber mal loswerden, wenn es möglich ist. Schaffen wir natürlich nicht auf einmal. Ah, doch. Also errechnet wurde zwar nur 4 Treffer, aber der Zufall hat es gewollt, dass wir komplett abgeräumt haben. So, gehen wir nochmal auf unsere Infanterie. Wie ihr seht, die ist immer noch auf 4 von 5, wurde nicht nachversorgt. Werden wir jetzt zum Beispiel hier immer noch volle Einsatzfähigkeit haben, beziehungsweise Versorgung. So, wir setzen uns mal da in die Ortschaft, dann bekommen wir Prestigepunkte, in dem Fall waren das 50. Den fahren wir mal vor. Da warte ich mal. So, die wurde überrannt. Und überrannt heißt, ich könnte mich jetzt noch weiter bewegen und könnte jetzt die nächste Einheit angreifen. Das ist immer ganz praktisch. Das heben wir uns gleich noch auf. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie das da unten läuft. Ich überlege gerade, brauche ich da nochmal eine Stuka oder setze ich die Stuka? Na, wobei. Verwenden wir jetzt erstmal keine Stuka. So, dann. Schauen wir hier oben. Da ist auf jeden Fall eine Pack. So. Dann schicken wir nämlich die Stuka hier hin. Aha, da sind ein paar
Soldaten noch im Wald oder am Waldrand. Dann ziehen wir den hier hoch. Ihn hier. Das Geschütz können wir auch hochfahren. Das bauen wir dann in der nächsten Runde. So, wieder eine eingekesselte Einheit. Und den greifen wir da oben an. Und dann greifen wir noch mit der Infanterie ein. Dann können sie uns aber auch für die nächste Runde aufheben. Sehen wir uns mal auf die nächste Runde. Und dann schicken wir da runter. Wir brauchen das jetzt nicht überstürzen hier. So, dann geht's weiter. Mit dem möchte ich ein bisschen erkunden fahren. Okay, da ist ein gegnerisches Fahrzeug. Ja, das ist das Problem, wie ihr seht, ich komme nur noch bis hierhin. Mit meinem Flugzeug. Was wir auf jeden Fall da unten brauchen, um die Pack da rauszubekommen, Infanterie. Und solange die noch nicht da ist, schicke ich als erstes mal die Stucke da runter, um die ein bisschen zu behaken. So, die Jäger können wir eigentlich auch in den Einsatz schicken. Weil die sind auch gut gegen Infanterie bzw. auch leicht gepanzerte Fahrzeuge. Kann man die auch einsetzen. So, ich muss mal gucken, welche Einheit am schnellsten runterkommt. Ich glaube, der Pio ist der einzigste, der ein bisschen... Ja, der Pio ist eigentlich so der ideale Mann, wenn man da irgendwelche gegnerische Einheiten aus den Städten raus haben will. So, dann fahren wir den noch runter. Und den fahren wir mal vor. So, nichts erledigt. Ja, das war's dann eigentlich schon für die Runde. Der wird wahrscheinlich jetzt uns entgegenkommen, vermute ich mal. Tja, aber hat ihn nicht gesehen, weil er den Helden hat, der schön unsichtbar ist. Gut getarnt. So. Ah, Mist. Wir müssen ein bisschen auf Abstand bleiben, weil ich habe jetzt keine Lust mit der... ins Gefecht zu gehen, solange der Pionier nicht da ist. Wir könnten den nun mal zur Begrüßung die Stucker runterschicken. So nach dem Motto, dass sie wissen, dass wir noch nicht fort sind. Dann können wir mal den Jäger nach vorne schicken, mal gucken. Ja, schießen wir es mal mit der Artillerie rein. Das Problem, was ich habe, die sind alle nicht motorisiert, die Einheiten, diese Infanterie. Das gefällt mir gar nicht. Es dauert nämlich Ewigkeit, bis ich da hinten bin dann. So. Da ist der nächste. Verkrümmeln sich im Wald.
Da bleiben wir mal auf Füllung, dass sie uns abhauen. So, jetzt sind wir eingekesselt, weil der da oben angetanzt ist. Aber das ist auch schon wieder aufgelöst worden, weil der Reiter hinweggegangen ist. So, als nächstes werden wir dann nochmal... Ah, da kommen wir nicht hin. Gut, dann schicken wir ihn wieder hier runter. Ich wollte ihn oben schicken zu dem anderen Aufklärer. So, dann unterdrücken wir die ganzen mal. Und greifen sie an und werfen sie da aus der Stadt. Eigentlich möchte ich ungern das Risiko eingehen, aber ich probiere es mal. Ja, da sitzt keiner drin, sehr gut. Dann kann ich nämlich ein Flugzeug schon mal da runter schicken. Die wird nämlich dann der Standard verlegt. Und dann kann ich von da aus operieren. Das machen wir in der nächsten Runde mit der Stucke genauso. Den anderen, den schicken wir. Ach, den können wir eigentlich auch schon wegschicken. Okay, da ist eine Pack, da müssen wir ganz vorsichtig sein. So, da sind wir gegangen, da können wir auch nichts mehr machen. Nächste Runde. Ja, die Pack kommt aus dem Loch. Das war klar. Die wittert nämlich fette Beute. Also ich muss sagen, ich finde dieses Szenario einfacher als das südliche. Also im südlichen geht es ein bisschen knackiger zu. Das ist zwar jetzt auch nicht das, jetzt vom Schwierigkeitsher das wildeste, aber trotzdem. Also Stucker verlegen wir als erstes. Weil da habt ihr noch einen Zusatzauftrag, dass ihr in einer gewissen Zeit eine weitere Stadt erobern müsst, beziehungsweise sollt, also was ich noch nie geschafft habe in dem Szenario. Ich würde sagen, wir schauen mal so schnell. Aha, da ist das Problem. Ein Panzer. Das war jetzt leichtsinnig von mir. Weil das ist jetzt ein richtiger Panzer. Und im... Ich weiß gar nicht, in dem anderen Szenario gibt es auch richtige Panzer. Kann's jetzt nicht sagen. Was hier schön ist, hier gibt es auch keine Flak. In einem anderen Szenario glaubst glaube ich auch Flak, wenn ich mir nur recht entsinne. So, den lassen wir mal ein bisschen weiter vorgehen, aber wir gehen noch nicht direkt dran, sonst werden wir nämlich angegriffen. Den unterdrücken wir noch für eine Runde. Und dann greifen wir den an. Und stellen uns vor die Stadt. Okay, ja, kann man nichts machen. Was hat denn der für eine Stärke, der Panzer? Wir müssen mal gucken. Das ist ein FT-17, was immer das sein mag. Oh, der hat einen Angriff von 10. Eine gute Verteidigung. Also ist schon was Richtiges. Ein FT-17 ist wahrscheinlich dann ein französisches Ding. Schaut zumindest so komisch aus. Dann schicken wir jetzt mal die Stucker vorbei, dann soll der mal ihn beerdigen, mehr oder weniger. So, dann setzen wir uns erstmal hier hin. Die
fahren wir auch vor. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Es ist zwar immer schön, wenn man früher fertig ist, vor diesen festgegebenen Punktezahl. Aber wenn ihr zu draufgängerisch seid, dann verliert ihr auch zu viel an Stärkepunkte bei euren Einheiten und die müsst ihr ja wieder nachkaufen. So, da warten wir noch. Aber wir können uns mal in den Flughafen gleich da reinsetzen. Es gibt da nochmal Zusatzpunkte. So, das Problem ist der Fluss. Da hätte ich jetzt gerne einen Brückenpio. Aber den gibt's nicht, weil ich den nicht kaufen konnte, beziehungsweise weil ich nichts kaufen konnte. Zu diesen verschiedenen Feldern hier seht ihr verschiedene Flächen. Die haben auch eine Bewandtnis. Und zwar sagen die aus, einmal wie schnell man da durchfahren kann und wie dieser Verschanzungsbonus ist. Wenn ihr lang genug auf den Feldern steht, verschanzt sich die Einheit. Das geht bei manchen Feldern schneller und bei manchen Feldern langsamer. Es kommt immer auf die Bodenbeschaffenheit an. Nur zur Info, ist vor allem dann wichtig, wenn ihr später mal so Verteidigungsszenarien habt. Dann ist es nämlich schon wichtig, wo er gerade steht und wo euer Soldat Runde für Runde sich einschätzen kann. So, also die Stuka verbrauche ich jetzt nicht bei dem Panzer, weil den mache ich jetzt so platt. So, und weil er überrannt worden ist, kann ich jetzt gleich nur mal das Geschütz angreifen. Mein Stresslevel ist jetzt ziemlich hoch für den. So, wir werden noch nicht angreifen, wir warten noch eine Runde. Ich möchte als erstes die Artillerie eigentlich weghaben. Wir warten trotzdem eine Runde. Wir schießen ein bisschen erstmal in Klump alles. So, das gibt nochmal 50 Punkte, das ist auch schön. Da warten wir noch. Den schicken wir da hin, dass er ausbricht. So, und in der nächsten Runde geht's dann an die Städte dran. Ja, strategischen Bomber habe ich nun. Das ist ein taktischer Bomber, der bringt mir hier nichts in den Städten. Aber den kann ich gegen den Reiter einsetzen hier draußen, der da noch rumwuselt. Ja, aber die Flüsse. Wenn der nicht so breit ist, könnt ihr mit dem Panzer eigentlich auch drüber fahren. Der hemmt zwar euch dann noch, also ihr braucht dann, jetzt in dem Fall bräuchtet ihr zwei Runden, um rüber zu kommen, aber da der Fluss so breit ist, kommt er gar nicht rüber. Ja. Das wird heftig, da oben wieder rauszubekommen. Das wird verlustreich. Das wird verlustreich. Ich bräuchte fast die Pioniere da oben. So, die machen wieder nichts in der Runde. Ich probiere es mal da oben. Aber es wird nichts bringen. Na, langsam schießen wir es runter. Wir probieren es mal. Ja, da hockt ein Pio, ist es. Wie ihr seht, große Verluste. Das gefällt mir gar nicht.
So. Kommen wir gleich weiter. Wir probieren es nochmal mit dem. Ne, bringt nichts. Das ist zum Mäusemelken da oben, das wird nicht klappen. Schade. Bringt das was mit dem Jäger? Nee. Das gibt's nicht, ey. Ich möchte hier unbedingt da raus haben. Die kriegst du nicht raus. Verschanzungsbonus haben die von 8. 8 von 10 möglichen. Ich könnte das Szenario jetzt beenden. Aber ich würde gerne den da oben noch mitnehmen. Ich würde gerne den da oben noch mitnehmen, den Punkt. So. Jetzt aber. Das gibt's doch nicht, ey. So, Nummer 50 und jetzt Ende. Das war Polen Nord. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.